Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 Brotherhood. Und der Typ da, der die ganze Zeit geschrien hat, der Schreier, der hat mich gerade sehr verwirrt bei meiner Ansage. Aber egal, wir ziehen los, höchstwahrscheinlich nach, ich weiß nicht wohin. Ich dachte, wir gehen eigentlich zu Lucretia. Ich dachte, sie wäre in Engelsburg. Ist sie anscheinend nicht mehr. Hat sie jetzt auch einen Mann gefunden? Ich dachte, ich weiß es nicht. El Rigurado. 1506. Haben wir ihn nicht 1507 umgebracht? Das ist sehr verwirrend. Aber gut. Der eine, der entkam, den Palazzo hast du nicht gesehen, infiltrieren, um Lucrezia Borgia zu finden und die gestohlenen Gemälde aus der Villa aufzuspüren. Niemanden töten. Niemanden töten. Habt ihr den Ausritt genossen, Duquesa? Kaum. Ich musste wie der Teufel reiten, aus Furcht vor einem Messer im Rücken. Aber das verstehe ich nicht, Duquesa. Wer will euch töten? Mein Vater hielt sie im Zaum und mich sicher. Doch jetzt jagen sie mich, sie wollen meinen Kopf. Aber, Signora... Ich dachte, auf dem Land wäre es ruhiger. Aber der Tod folgt mir auch hierhin. Verstärkt die Patrouillen und warnt mich vor Eindringlingen. Niemand betritt den Palazzo außer der Leibgarde meines Mannes. Ihr habt die Herren gehört. Schlagt Alarm, wenn ihr einen Eindringling seht. Armer Alfonso. Sein Weib ist von Sinn. Ah. Und wer soll das sein? Wer verfolgt sie bitte? Naja. Ich würde sagen, wir klettern dann einfach mal hoch. Am besten hier entlang. Warnung, Entdeckung führt zur Desynchronisation. Gut, das hätte man mir sagen sollen, bevor ich da wie sind irre runtergesprungen bin. Aber gut. Dann verstehe ich nicht auch, warum ich niemanden töten darf. Ach so. Das ist natürlich klar. Obwohl ich nicht entdeckt werden darf, kann ich ja immer noch jemanden töten. Gott, Zero, du bist wahnsinnig. Ich laufe hier eiskalt durch. Mann, ich hasse so eine Quest, wo ich nicht entdeckt werden darf. Immer am schwierigsten. Aber ich darf nicht mal jemanden töten. Noch schwieriger geht's auch nicht, oder? So, dann wollen wir mal. Zum Glück ist der Weg recht leicht, muss ich sagen. Was hat das zu bedeuten? Ich soll die Schuhe der Duquesa putzen. Niemand darf den Palazzo betreten. Wird sie ihre Schuhe dann selber putzen? Ist wahrscheinlich. Oder nicht, geht uns nichts an. Das ist lächerlich, das sage ich euch. Das solltet ihr besser nicht. Ich beschwere mich beim Duca. Solange ihr nicht hereinkommt, wird es niemand hören. Bleibt, wo ihr seid. Lasst mich durch. Ihr müsst warten, bis die Duquesa euch hereinlässt. Hat das jetzt irgendwas gebracht, was ich gemacht habe? Nicht wirklich, ne? Aber das sieht so gut aus. So, der Rückwärts-Jump. Zack. Gottes Willen. Wer denkt sich sowas aus? Gemeingefährlich. Oh. Kurz gedacht, ich werde erwischt, ey. Aber bisher alles gut durchdacht, muss ich sagen. Man kommt durch, ohne jemanden zu töten. Auch wenn es wahrscheinlich nicht für immer gilt. Soll das so sein? Ah, so kommen wir rein. Ich verstehe. Ich dachte, wir mussten in diesen Gang rein. Hier sind wir also. Wir sind schon mal drin. Das ist der Anfang. Vom Ende.
Es ist ja mehr so eine Art Dungeon hier. Okay, so kommen wir hoch und da hinten scheint eine Tür zu sein, wo wir durch können. Oder ein Fenster. Hinlaufen wäre natürlich einfach, aber wer mag es denn schon einfach? Ich höre, der Papst persönlich hätte dem Duca ein paar Wachen für seinen Palazzo. Julius hat Alfonso ein paar seiner Wachen abgeschafft, als Belohnung für seine Hilfe gegen Ravenna. Wir werden ja sehen, wie lange die das füllen. Das war knapp. Kommt ihr mich zu töten, Assassino? Buongiorno, Lucrezia. Oder sollte ich sagen, Duchessa? Ein geborgter Titel, verliehen durch meinen Mann. Unangemessen und kaum der Rede wert. Ihr behaltet euer Leben. Ich bin nur wegen der Kunstwerke hier. Ihr richtet euch neu ein? Ich zähle 5 Da Vinci-Gemälde, die ihr gestohlen habt. Und ich will sie zurück. Als ob das so einfach wäre. Mein Geburtsort, meine Familie, alles wurde mir genommen. Glaubt ihr, Ferrara liebt mich? Ich bin eine Fremde, eine Verschollene, eine Waise. Eure Gemälde sind verloren, Assassino. Ich glaube euch nicht. Beängstigend, nicht wahr? So viel verloren zu haben? Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Vielleicht. Wo sind die Gemälde? Verkauft an Francesco Colonna. Und eines an jemand ganz Besonderen. Patrizio. Ihr findet ihn in der Nähe des Vatikano. Eines behielt ich für mich selbst. Gebt es mir. Wache! Legt Da Vincis Verkündigung in einen Karren. Lasst ihn vor den Mauern stehen. Molto bene. Und nun schließt die Augen. Mein Mann kommt bald mit seinen Männern zurück. Ihr macht also besser schnell. Vergebt mir, Duchessa. Was denn? Kein Mann kann euren Schmerz heilen. Das müsst ihr schon selbst tun. Und grüßt den Duca von mir. Wache! Wache! Nice. Okay. Dann laufen wir einfach mal weg. Wir dürfen keinen töten. Echt schade. Ich hätte es gerne getan. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter, oder? Nicht wirklich. Hallo. Bin hier nur vorbei. Sehr schön. Das lief doch mal tadellos, würde ich sagen. Ja, ihr seid an mir vorbeigelaufen. Glückwunsch. Halt, ich muss hier, glaube ich, abbiegen. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ich habe aber nicht vorzufallen, weil ich nicht viel Zeit habe. Aber ich habe genug Zeit, um im Kreis zu laufen. Das ist gut. Zack. Bin gefallen. Scheiße, Mann. Ich hasse es, auf Zeit zu spielen. Ah. Ich hoffe, die waren großzügig mit der Zeit. Oh Gott, das könnte knapp werden. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Ja, da sind die Gemälde verkauft worden. Dreck. Ein von 5 Gemälden gefunden. Niemanden töten. Bam, bam, bam. Oh Gott. Bin ich stolz darauf, dass ich niemanden getötet habe. Also wirklich. Ich bin stolz, dass ich niemanden getötet habe. Es bricht mir das Herz. Naja. Ein Gemälde gefunden. 5 bleiben noch übrig. 4. Ein Gemälde ist ja verbrannt.
Nee, ein Gemälde hat der Typ verkauft, die Mona Lisa. Die Mona Lisa war das sechste. So, wo müssen wir hin? Oh. Interessant. In die Engelsburg. So. Der Schreier ist mal verdammt laut, deswegen bin ich immer still in seiner Nähe. Ich bin einfach eiskalt an ihm vorbeigesprungen. Das nenne ich Pro. So, mal gucken. Oh, der Banktresor ist voll in der Bank. Oh, soll mir egal sein. Schwimmen? Schwimmen, die richtige Entscheidung? Von hier aus auf jeden Fall nicht. Das kann ich sagen. Und da unten war eine Fahne. Interessiert mich aber nicht. Ich, stürze lieber ab und kriege keinen Schmerz ab. Check. Das ist gut. Das nehme ich. Oh, ich kann kein Gemälde umschubsen. Ach, Mist. Ich hasse diese Schreier, die sind immer so laut. Okay, hier hätte ich auch schnell hinreißen können. Naja. Wer hätte gedacht, dass ich so einen Umweg nehmen muss? Aber egal. Wir kennen Abkürzungen, Freunde. Wir kennen ganz viele Abkürzungen. So, ich höre wieder eine Feder oder so ein Kram. Wo soll jetzt die Brücke? Ach, da hinten ist die Brücke. Wir sind so gut wie da. So, jetzt hält der Typ auch endlich mal die Klappe. Es müsste eine Mod geben, womit man die Leute leise machen kann. Das würde sich, glaube ich, jeder holen. Leise Schreier hier in Assassin's Creed. Ich meine, wäre natürlich nicht realistisch, aber angenehmer. Viel angenehmer. Und da hinten ist schon die Brücke. Wir müssen höchstwahrscheinlich kämpfen gleich, aber... Ja. Sind halt da immer wieder vier Leute hinter der Brücke, die es nicht so nett meinen mit einem, wenn man über die Brücke möchte. Hier gehen wir am besten mal nach links. Ich möchte nämlich nicht in den roten Bereich rein. Dann springen wir einfach hier entlang. Das ist der leichteste Weg. So, ab hier ist Sperrgebiet. Voila. So, jetzt müssen wir nur irgendwie zur Quest kommen. Und das Problem ist aber, dass da gleich Leute sind. Hey, die sind weg. Nice. Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patrizia. Hallo, Mann in kackbrauner Kutte. Bei der Verfolgung nicht die Dächer benutzen. Och, Mann. Spielverderber. Zuerst niemanden töten, dann keine Dächer benutzen. Was kommt als nächstes? Nicht atmen oder was? Naja, vielleicht können wir auch einfach bei den Leuten hier chillen. Und einfach verfolgen. Und ich kann mich strecken. Oh, nein, wo geht ihr hin? Ach. Ich halte zu Fuß. Oh. Das erklärt so einiges. Tolle Wurst. Muss ich hier langlaufen? War nicht? Er kennt mich nicht. An den Soldaten dürfte ich ja nicht vorbeikommen, obwohl die bewachen das Ding, ne? Ach so, ich dachte, du schickte es mir als Geschenk. Ich will es nicht im Haus haben. Wir nehmen es gerne in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palazzo, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Offenbar seid ihr nie einer Frau wie Lucretia begegnet. Noch mehr Leute in der Kutte? Nee, ne? Gut. Laufen wir von Gruppe zu Gruppe. Dann dürfte das Ganze funktionieren. Och, warum geht ihr da lang?
Wieso dürft ihr an den Wachen vorbei, ich aber nicht? Ach, Checkpoint. Sehr nice. Ich darf nicht mal Dächer benutzen, das ist so armselig. Hab ich gesehen. Ach, da hinten war wieder jemand, der mich gesehen hat. Ah, egal. Hauptsache, die drehen sich jetzt nicht um. Oh, eine Truhe. Könnte einfach mal die Rekruten auf die hetzen, ne? Das wäre die leichteste Methode, aber... Könnte unser Mann, wo ist er hin? Ja, kletter einfach rüber. Was ist denn los mit dir? Das vielleicht... Ah, keine Gnade für euch! Alter. Ich habe keine Zeit für dich. Nein! Und diese Penner! Okay, okay. Ihr habt so gewollt. Ihr habt es so gewollt. Ich werde da jetzt einfach durchmarschieren. Durch die Wachen hindurch. Ich meine, hey, ich kann die Wachen auch einfach töten. Ich bin ja wohl nicht entdeckt worden. Oh. Okay. Ich verstehe. Dieses Spielverderber. Wieso steckt einfach randommäßig unser Geld? Ich weiß es nicht. So, da sind die Jungs und diesmal werden wir einfach links entlang gehen. Guckt euch die Tölpel an. Wir gehen einfach hier entlang. Wo ist das Problem? Wie könnt ihr mich sehen? Ich bin schlecht geschissen oder so. Ach du Scheiße. Scheiße, Jungs, ihr geht in die falsche Richtung. Napoli? Buon Dio! Ihr seid nicht der Hellste, was? Aber schnell, Alter. Ich hab euch. Aha. Jetzt legen die aber einen Zahn zu. Was ist los? Verdammte Bauern. Kommt mit mir. Oh, sie drehen um. Ach. Aber geht nicht hier lang, oder? Oh. Shit. Keine Zeit zu verlieren. Ach, ihr seid doch alle scheiße. Ich hasse euch. Warum seid ihr alle so scheiße? Was habt ihr euch getan? Und alles nur, weil ich nicht auf den Dächern rumlaufen darf. Das sind vielleicht Schweine. Ich bin nicht direkt unter euch, nein. Scheiße, nein, tut ihr nicht. Dann aber schnell, greift an. Dankeschön. Oh Gott, der entdeckt mich gerade. Muss euch alle schnell töten. Ich sag dir, schnell töten. Dann greif an. Wie gut, dass er es nicht gemerkt hat, dass ich seine Leute platt mache. Ich meine, man kann ja auch komplett blöd sein, oder? Was macht ihr da?
Oh nein, hier habe ich sie verbuggt. Oh Gott, nein, 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 nein. Wo wollen die jetzt hin? Da hoch? Ach, da ist eine Tür. Das fand ich auf die Dächer, aber das hier ist kein Dach. Den Schrei haben die hoffentlich nicht gehört. Jetzt drehen sie sich 50 Mal um, ey. Oh Gott. Was für eine Verfolgungsjagd ist denn das? Na endlich. Wollt ihr den Handel abschließen? Natürlich. Diese Frau verführte mich mit gespielter Leidenschaft. Das Problem ist ihr spanisches Blut. Ich weiß es. Diese Unwahrheiten, die ihr so gelassen aussprecht, basieren nur auf Namen. Diese Länder, diese Gruppen sind so leichte Ziele für die Narren und die Tumpen. Sagt das ihr, der großen und mächtigen Duchessa. Putana! Ich habe es mir überlegt. Dieses verfluchte Gemälde sollte niemandem gehören. Nimm das Bild und suche nach Hinweisen. Und pass auf. Es wurde von den Händen eines sehr klugen Mannes erschaffen. Behandle es mit Respekt. Geh. Wer ist dieser Typ? Darf ich den jetzt endlich töten? Läuft doch noch weg. Anstatt ihn sofort zu töten. Ach Gott. Und dann ist er auch noch verflucht schnell. Darf ich jetzt Dächer benutzen? Alter, der Typ ist so schnell. Was soll ich machen? Der Speedy Gonzales. Jetzt klettert er auch noch. Ach, bei der Verfolgung durfte ich kein Dach benutzen wahrscheinlich. Ist mir scheißegal. Der stirbt jetzt. Mein Ziel. Ich bin jeder Assassine. Schubst einfach die Wache um. Alter. So, Gemälde gefunden, Alter. Ja, wenigstens beschützen mich meine eigenen Leute. Verlassen wir erstmal den Bezirk. Gott, was für eine Quest hat die mich aufgeregt. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Puh. Wieso ist das da so orange? Sperrgebiet? Dieses Sperrgebiet? Keine Ahnung. So, bei der Verfolgung nicht die Dächer benutzen. Ach, nur bei der Verfolgung, okay. Ich hatte schon mal so meine Sorgen, als ich das Dach benutzt habe. Fast wäre nämlich alles umsonst gewesen. Gut, dann sehen wir uns morgen da vorne bei dem nächsten Gemälde. Haut rein, euer Zero. Tschüss.